Eine erste Gruppe von Verletzten hat am Mittwoch den Gazastreifen über den Grenzübergang Rafah nach Ägypten verlassen. Sie seien in Krankenwagen über die Grenze gebracht worden, sagte ein Insider der Nachrichtenagentur Reuters. Gemeldet wurde dies auch von ägyptischen Medien. Demnach kam eine entsprechende Vereinbarung durch Vermittlung Katars zustande und wurde von Ägypten, Israel und der radikal-islamischen Hamas getragen. Andere Fragen wie die Freilassung der von der Hamas in den Gazastreifen verschleppten rund 240 Geiseln oder eine Waffenruhe seien darin nicht einbezogen, hieß es. Nach Angaben Großbritanniens soll am Mittwoch auch eine erste Gruppe von Ausländern den Gazastreifen über den Grenzübergang Rafah verlassen können. Das schrieb Außenminister James Cleverly im Kurznachrichtendienst X.